Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 3. Wir sind hier in einem Waldlevel scheinbar stehen geblieben. Und hey, Kain, bleib hier. Ich brauch dich noch. Und, okay, mit der Cleaning Ability, die neue in diesem Spiel, können wir mit Kain irgendwelche Gegner aufsammeln und mitnehmen. Den hier zum Beispiel. Bam. Und, wie komme ich da eigentlich dran? Also ich kann einfach runterfallen. Okay, was sind das eigentlich für Dinger? Seht ihr das? Die können wir mal kaputt stampfen. So kleine Materiendinger. Naja, falls ich noch nicht gesagt habe, Gui ist tatsächlich nicht aus diesem Spiel. Das habe ich erst jetzt gemerkt. Gui gab es auch schon im zweiten Teil, aber da war er auch nur so ein Nebencharakter. Den konntest du nicht spielen, da war nur so nebenbei. Hier ist er jetzt, gilt er jetzt als mehr oder weniger zweiten Charakter. Ich glaube, man kann das Spiel auch zusammenspielen und dann ist er halt andere Spieler Gui. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke schon. Genau. Bam. Irgendwie ist die Ability lustig, muss ich sagen. Was ist hier? Oder hier muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht sozusagen stehen bleibe, während sich das Ding dreht. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es wieder mal vergessen. Und den hätten wir einsammeln können. Dann hätten wir sehen können, wie die Ability aussieht. Geht das noch? Oh, was? Okay, ich kann hier noch den Coup mitnehmen, wenn ich möchte. Aber gerade brauche ich ihn nicht. Oh, das ist eine coole Attacke. So eine große Schallwelle können wir hier mit spawnen. Okay, in diesem Level gibt es wirklich sehr viele von den Animal Buddies. Also alle bis auf zwei gibt es hier. Und ich werde erstmal Gui nicht mehr rausholen. Der wird vielleicht mit einem Boss hilfreich sein. Weil ich mich da noch ein bisschen konzentrieren kann. Ein bisschen mehr Mühe geben kann, aber... Ganz ehrlich, ich bin nicht so ein großer Fan von Gui. Er ist ein bisschen nervig. Zumindest in diesem Spiel. Aua. Ich dachte, ich könnte es treffen. Okay, die Ability ist doch nicht so cool, weil die muss halt immer erstmal auch ein bisschen aufchargen und das macht es ein bisschen kaputt. Und irgendwas wollte ich euch sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Yay! Aber wir werden zumindest heute die erste Welt durchspielen. Und das ist doch cool, oder? Da unten seht ihr schon die Sternleiste. Die ist jetzt fast voll. Mit jedem Stern kriegen wir so einen kleinen Splitter voll. Und gleich haben wir alle. Oh, die Nadel-Ability könnte sehr lustig werden mit Kain. Wie komme ich denn... Ah, jetzt. Okay. wie so ein Kugelfisch, oder? Bong. Ah, verdammt, aber von oben kann ich das nicht einsetzen. Die haben Priority. Oh, das funktioniert natürlich auch. Wenn man schnell genug ist, kann man auch auf den draufstampfen scheinbar. Bam. Zack. So ungefähr. Und irgendwie ist das Level ein bisschen langweilig. Es ist immer das gleiche. Und das Level ist auch schon zu Ende? Hä? Oh, hi. Wer bist du denn? Du scheinst wohl Kains Freundin zu sein. Wenn man das Level nämlich mit Kain schafft, was ihr gerade gesehen habt, ist ziemlich boring, dann kriegt man hier das Herzsternchen. Was wir das so gerne wollen. Ja, das ist basically einfach nichts. Das hat auch kein Damage gemacht, glaube ich. Also, ja, keine Ahnung. Und nächstes Level. Stachel. Ja, wir sind ja schon Stachel. Ich muss aber sagen, Stachel mit dem Kugelfisch. Die Kugelfisch-Ability, die finde ich ein bisschen boring. Aber ich finde es trotzdem cool, dass jeder einzelne Animal Buddy so eine eigene Art und Weise hat, seine Fähigkeit so zu verwenden. So, aber es tut mir leid, Kain. So langsam musst du mich mal rauslassen. Wir können mal ein bisschen mit Rick spielen. Warum nicht? Mit Rick haben wir schon... Haben wir gar nicht gespielt. Obwohl er der allererste Charakter war, den wir gesehen haben. Und aus Versehen habe ich jetzt den Gui geholt, den ich doch eigentlich gar nicht wollte. Gui, kannst du bitte gehen? Danke. So. Mit Rick sieht es übrigens so aus. Was? So. Ah, hier. Genau, sein Rücken wird nämlich so spitz. Zack. Muss man sich schnell umdrehen. Und dann macht man schön Damage. Leider kann er auch nur einmal springen. Nur die Katze, der kann irgendwie dreimal springen. Aber die anderen Animal Buddies können das nicht. Ja, okay, die Eule kann das vielleicht. Okay, ja gut.
Achso, stimmt. Und mit Rick musst du in Gegner reinlaufen, um die einzusaugen. Das kann ich nicht von hier öffnen. Ach, als ob der wieder respawnt. Nee, da komme ich nicht dran. Ist aber auch nicht schlimm. Wow, was war das denn für eine gruselige, riesige Spinne? Mit so riesigen... okay, ich glaube, ich brauche es nicht beschreiben. Ihr seht's ja. Und aufpassen. Aber... Kann ich das da unten überhaupt öffnen? Ja, kann ich. One-up für uns. Okay, da passen wir nicht durch. Jetzt passen wir durch. Auf da. Ding, ding, ding. Dun, 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 dun. Ich weiß nicht, wo lang. Ist aber auch schwierig, hier hochzuklettern. Was war das denn an der Wand? Da war irgend so ein... Irgendwas Blaues ist da unten. Ich weiß nicht, was das ist. Geht's hier weiter? Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umkundigen. Nee. Ich glaube, links wäre noch... Oh, links ist auch so ein Ding. Ich glaube, die muss man einsammeln. Ich glaube, das ist die Challenge in diesem... Level. Dass man diese komischen... Ja, diese Shapes halt einsammelt, ne? Diese geformen. Ja, sorry, du musst kurz warten. Ich glaube, ich flieg dir kurz hoch. Wiu, 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 wiu. Oh, die Grafik ist einfach süß. Das ist einfach alles süß. Genau, die müssen wir einsammeln, glaube ich. Für irgendwas. Oh, Heilung. Okay, da hat sich's doch noch gelohnt. Wee, 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 wee. Ah, das ist ja schön brav mich gewartet. Kann man bei so alten SNES-Spielen eigentlich nicht wirklich erwarten, dass sie auf einen warten. Von daher finde ich das schon nett. So, und das ist mit ihm aber echt nervig, hier hochzuspringen. Vielleicht war es das nicht worth it, mit ihm herzukommen. Ich springe jetzt mal runter. Weil unten war noch so ein Ding. Okay, komm, ich muss ihn leider da lassen. Es tut mir leid, aber mit ihm da jetzt... hin und her zu latschen, das nervt einfach mal. Badadam. Ist hier unten zufällig das dritte? Ja, ist da. Aber oh, da komme ich nur mit ihm hin. Oh Mann, wie nervig. Ganz schnell, ganz schnell. Komm. Jetzt sagt mir nicht, der kann da nicht runden. Hallo? Ernsthaft? Da kommt er nicht runter? Was? Wie komme ich denn dann dahin? Oder kann ich das irgendwie aufsaugen? Wenn ich den hier mache. Moment. Kurz fallen lassen. Ah, doch, das geht. Okay, oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Aber die hier unten haben wir auf jeden Fall jetzt das erste. Und das wollte ich gar nicht. Ich habe auf meinen Tasten gehämmert. Oh, Gui, bitte. Oh mein Gott. Ah! Kirby fliegt so verdammt langsam in diesem Game. Und das nervt. Hier oben könnte noch was sein. Nee, nur ein Sternchen. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, ich verschwende so viel Zeit. Ich weiß. Ihr wollt alle noch den Boss sehen und die nächste Welt. Alles pipapup. Deshalb schnell hier hoch, Rick. Vielleicht bist du da noch eine Hilfe für den Bosskampf. Okay, da wäre jetzt Heilung gewesen, aber dann lade ich das nicht nochmal zurück. Das könnt ihr vergessen. Und waren das jetzt alle Shapes oder kommt dann noch ein Shape? Was bist du denn für einer? Hast du eine Ability? Nö. Aber die hätte ich gerne wieder. Ich muss wirklich sagen, das Spiel hat so wirklich seinen Charme. Vor allem so mit den ganzen Animal Buddies. Das macht echt Spaß, mit denen zu spielen. Stimmt, wie sieht das eigentlich aus, wenn... Oh, bitte nicht sterben. Wenn ich mit ihm das hab. Frühjahrsputz. Aber der hat eine riesige Hitbox damit, merke ich gerade. Das ist cool. Okay. Und hier können wir nochmal wechseln. Ja, komm, wechseln wir. Ihn hatten wir noch gar nicht. Den Kuh, Kuh, Kuh. Was? Okay, die Clean Ability haben die wahrscheinlich nur als einzige neue Ability reingebaut in das Spiel, um ein bisschen zu trollen, weil das sieht schon echt funny aus. Warte, ich bin da jetzt down gegangen. Aber ich spawne direkt vor dem Tor, wo ich mir einen neuen Animal Buddy... Ja, schau. Habe ich hier nichts verloren. Mit ihm sauge ich wie Gegner auf? Ach, einfach nur so. Verdammt. Aber mit ihm sich so rumzubewegen ist schwierig. Er hat eine sehr komische Steuerung, kann ich euch sagen. Ah! Ich glaube, von Animal Buddies mag ich Kuh am wenigsten in diesem Spiel. Er ist einfach komisch.
Sich zu... Ah, Mann! Ihr seht, was ich meine, oder? Es ist einfach komisch, dich zu steuern, irgendwie. Boing. Wie nehme ich jetzt seine Ability? Gar nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Und hier spawnen die ganzen komischen Gegner? Kommen aus dem Nichts? Okay. Jetzt habe ich die Ability. Aber das ist aber eine coole Ability, muss man sagen. So ein kleines Spin Dash. So einen kleinen Crash Bandicoot Move. Und das letzte Level ist irgendwie das längste Level in der ganzen Welt. Naja, was soll's, ne? Was soll's. Und hier können wir noch einmal uns entscheiden. Zwischen verschiedenen... Ja, komm. Ich will Feuer haben. Feuerbeste. Nein! Ich glaube, meine eigentliche Lieblingsability war, glaube ich, Eis. In den letzten paar Teilen. Ich kann mich irgendwie daran erinnern. Bam! Schutzflug! Bong! Yeah! Ich weiß nicht, was das hier die ganze Zeit an den Bäumen ist, aber das zerstören wir! Und aua! Sie ist zerstören! Aua! Und sie ist zerstören! Und so, meine Ability ist weg. Naja, dann ist das so. Und wir haben den Clown sehr glücklich gemacht, indem wir ihm seine Shapes zurückgebracht haben. Und kriegen ein weiteres der Dinge. Ding, 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 ding. Perfekt! Das war genau das, was ich wollte. Perfekt. Oh, ich komme nicht mehr da Wasser drin langsam. Okay. Boss Time. Wispy Wood. Na komm, gib her. Aua. Das doch nicht. Die Musik ist cool. Soll ich schon was machen? Nee, ich muss warten. Okay, ich mag ihn nicht. I'm sorry. Ich kann mit ihm nicht kämpfen. Wir kämpfen so. Bam. Oh, verdammt, er hat es geblockt. Unten seht ihr übrigens seine Leben. Er hat einige Leben. Aber okay, ich hätte ihn jetzt auch mehrmals treffen können. Hätte ich nicht so episch gefailt. Da, seht ihr? So selten schmeißt er Dinge auch nicht. Und jetzt zweite Phase. Wow, er wird wütend. Aua. Er wird verdammt wütend. Bam! Weißt du nochmal? Weißt du nochmal? Dankeschön! Bam! Das ist ein richtig cooler Bosskampf. Das ist mal was anderes. Das ist nicht einfach nur typisch Wispy Woods 2.0, sondern. Der kann sich bewegen! Dennoch war keine Herausforderung für uns. Und mit all den Sachen, die wir gesammelt haben, formen wir irgendwas. Was formen wir hier? Oh, wir zerstören die dunkle Materie, die um uns rum liegt. Das ist genau das, was wir wollen. Yeah! Und jetzt wird getanzt. Yeah, high five! Okay, cool. Wir beide fliegen jetzt hinein in Welt 2. Level 2. Ripple Field. Hey, nicht streiten. Ist genug Kirby für alle da. Das ist lustig. Und wir haben wieder eine Blume auf dem Bild. Schon wieder eine Blume auf dem Bild. Du. So, Kuh. Du hast genervt im Bosskampf. Jetzt wirst du als Putzmittel benutzt, ja? Mit Strafe. Aua! Verdammt! Nein! Gib mir eine Ability! Irgendeine! Die ist besser als keine. Bisschen hier durchfliegen. Bisschen den Frühjahrsputz machen. Ah, die Wasserwelten in Kirby sind viel besser als Wasserwelten in anderen Spielen. Sag ich's mal so. Sag ich's mal so. Mhm. Oh, Hallöchen. Wir sehen sehr oft die Katze, aber Pitch haben wir noch gar nicht gehabt. Nago, genau. So hieß, glaube ich, die Katze. Nago. So hieß er. Ja, Pitch haben wir noch gar nicht gehabt. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir Pitch. Hä? Das ist dein Frühjahrsputz? Du spuckst Wasser? Oh, wie sich Kirby mit ihm bewegt. Er reitet auf dem großen Vogel. Oh, super. Die Animation zu dem Spiel ist auch Gold wert.
Es wirkt einfach Gold wert. Wir können ein bisschen rumfliegen. Mit Chuchu können wir leider nicht unendlich rumfliegen, aber mit ihm wieder schon. Ich weiß nicht, mit manchen Charakteren kann man das, mit manchen nicht. Frag mich nicht, wie da die Regelung ist. Und ich finde die Ability lustig. Bisschen nass machen hier. Können wir ein bisschen aufladen. Unter Wasser. Und habt ihr das Geräusch gehört? Das heißt, dass in diesem Raum ein Secret ist. Und ich sehe es schon. Hier. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, ich soll es nur einmal berühren. Ich hab's verstanden. Weil zu viel Wasser ist natürlich auch nicht gut. Dann ertrinken die Blumen. Also für die Leute, die Blumen haben. Lernt was draus. Anders als ich hier. Wie komme ich da jetzt hoch, ohne getroffen zu werden? So, einfach warten, bis die abhauen. Man hätte natürlich auch anders riskant machen können, aber hatte ich keine Lust drauf. Und okay, ich wollte mal schauen, wie die Standability hier ist, aber Spiel will wohl nicht. Naja, ist auch egal, weil wir müssen sowieso hier überall unter Wasser die Blumen nachwachsen lassen. Und gut, dass Gui hier nicht ist, weil sonst würde er über die drüber trampeln. Das wäre total nervig. Oh, aufpassen, nicht drüber. Ja, okay, jetzt haben wir's. Schön alle Blumen gießen. Ja, denkt dran. Immer schön die Blumen gießen. Die wollen auch was zu trinken, aber nicht zu viel zu trinken, weil sonst ertrinken sie. Und das muss jetzt auch nicht sein. Und so sieht die Stein-Ability aus. Oh, das ist cool. Whee! 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 Das ist cool. Aber das gefällt mir noch mehr, glaube ich, mit dem Wasser. Animation im Spiel ist einfach wunderbar. Grafik, Animation. Ich wüsste jetzt noch gar nichts Negatives, das ich dem Spiel anhängen kann. Da müsste ich mir schon wirklich was aus der Nase ziehen. Oh, das war knapp. Ah, okay, auf dem... Aber wir haben es geschafft, haben das Geräusch gehört. Das heißt, dass wir die Quest geschafft haben und jetzt nicht zertrampeln und jetzt warten und jetzt... Ah, hier durch. Genau. Dann ist ein Turm. Und die Bäume erinnern mich irgendwie ein bisschen, oder die Palmen erinnern mich ein bisschen an Sonic, finde ich. Die sahen da auch ähnlich aus. Oh oh, das sind... Aua! Große... Verdammt! Nein! Große böse Fische, die mir sehr, sehr wehtun. Was bist du eigentlich? Oh, ich weiß wieder, was du bist. Ja, oh, schnell weg hier. Kann ich nochmal zurück? Weil da war noch Leben. Nein, ich kann nicht mehr zurück, Freunde. Ich hab das Leben verpasst. Ja. Dann muss der Vogel nun mal gehen. Naja, wir haben unsere Quest trotzdem geschafft. Ich glaube, selbst wenn man down geht, zählt das trotzdem noch als abgeschlossen. Und ich sollte aufpassen, nicht so oft down zu gehen, weil ich bin offscreen vorhin nochmal gestorben. Und ja, das ist nicht sehr vorteilhaft. Und das war echt knapp. So, bong. Die nehmen wir mit. Lecker. Und du auch. Lecker. Wie komme ich da runter? Muss es irgendwo eine Brücke geben, wo ich runterfallen kann. Lass uns einfach mal weiter umschauen. Hut. Genau, hier kann ich runter. Hey, schwinde! Genau, habe ich das noch nie gesagt, ne? Wenn man unten drückt und dann den Sprungknopf kann man dashen. Oder? Hat doch geklappt. Ich glaube, das liegt noch an der Plattform, dass es gerade nicht geht. Ja, genau. Und jetzt sind wir unverwundbar! Jetzt werde ich es euch zeigen, was ihr davon habt. Poyo! Die Poyo Power! Die Poyawa! Okay, ist schon das alles selbst. Das hast du nicht profit, aber egal. Und yay, es zählt noch. Dankeschön. Ding, 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 ding. Ja, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich weiß, heute haben wir ein bisschen weniger Level gemacht, aber ist ja auch nicht schlimm. Das heißt nur, dass wir mehr für nächste Folge übrig haben, oder? Haut rein, wir sehen uns.